Ich grüße euch, Leute. Heute mal wieder ein neues Liquid, was ich euch vorstellen will. Von Coil Glaze, Sam Apples nennt sich das Ganze. War jetzt die Flasche, wie so vor der TPD2 aussah. Jetzt sind ja nur noch 10 Milliliter Flaschen. Kam hier in so einem schönen Pappkarton. Das tut's immer noch. Ist von einer kanadischen Firma. Jilla nennt sich die. Ist quasi eine Produktlinie. Das sind Coil Glaze, sind ja, kuchige Liquids mit Frucht. Da gibt es zum Beispiel Ripple Dream noch, das ist dann Himbeere, glaube ich, Berry Blues und Honig, was mit Honig. Haben alle dieselbe Gebäcknote, aber dieses hier sticht ganz klar hervor. Soll Apfeltörtchen sein, veredelt mit Zimt und mit Schlagsahne. Das trifft es auch ziemlich gut, finde ich. Geruchstest ist super ausgefallen, Lecktest gar nicht. Geruchstest, ja, da riechst du schon so diesen Apfel. Kuchen, also es ist nicht dieser normale Apfelkuchen, sondern es ist, vielleicht kennt er das in dieser Plasteumverpackung, so diese Gebäckstücken sozusagen, die mit Zuckerglasur, teilweise auch so ein, ja, Kreuzmuster oder wie sich das nennt. Und beim Lecktest schmeckt es einfach super künstlich. Beim Dampfen zum Glück nicht. Hat auch einen relativ netten Sweet Spot, also einen relativ großen Toleranzbereich. Ob du das hier, wie viele Anfänger, mit einem hochohmigen Kopf dampfst, so wie ich gerade mit 15 Watt auf 1,8 Ohm oder auf zum Beispiel 0,5 Ohm oder noch tiefer. Es schmeckt wirklich immer sehr gut. Mischverhältnis ist mit maximal VG angegeben. Hier sind 70-30. Wie ihr auch erraten könnt, das hat mir ziemlich gut geschmeckt. Habe es dann unter einem Monat runtergenampft, die 60 Milliliter. Nikotinstärken 0 Milligramm, 1,5, 3, 6 und 12. Das heißt ziemlich viele, ganz schön viele. Ich habe es natürlich wieder mit 3 Milligramm. Das ist mein Ding. Ja, was lässt sich sagen? Also, das Ganze schmeckt nicht künstlich oder nicht künstlicher als so diese Plunderstücken an sich schmecken. Man hat einen richtig angenehmen Apfel, der auch nicht, wie die Packung hier suggeriert, nach grünen Apfel schmeckt, sondern halt wirklich nach diesem Gebäckapfel. Das teilt sich so 50-50 mit der Gebäcknote und wird dann halt wirklich abgerundet durch diesen Zimtgeschmack. Schlagsahne selber schmecke ich eigentlich nicht. Man kann so vielleicht erahnen, wie man vieles dann, wenn man es liest, erahnen kann. Aber ihr habt hier wirklich ein Apfeltörtchen, das schmeckt wirklich haargenau danach und habt dann noch so einen leichten Zimt-Touch mit drin. Das ist auch schon fast alles, was ich dazu sagen wollte. Preislich ist es natürlich eins der Premium-Liquids damit, weil 5,90 für eins ist ziemlich viel. Für drei sogar 20 Euro finde ich ziemlich happig. Aber es ist auf jeden Fall für jemanden, der mal ein Gebäck-Liquid haben will, was nicht schlecht schmeckt und auf Apfel steht, für den ist das genau das Richtige. Es hebt sich auch von den anderen Sorten in der Coil Glaze Reihe ziemlich gut ab. Also dieses Ripple Dreams gibt es zum Beispiel, Honig gibt es und Berry Blues. Die sind okay, aber das hier ist halt wirklich eins meiner Lieblingsliquids mittlerweile. Also ist auch etwas, was du morgens dampfen kannst, mittags, abends. Es wird nicht langweilig. Es tritt relativ intensiv auf, wird aber nicht anstrengend mit der Zeit. Von daher kann ich das vollkommen empfehlen. Ja, das war auch schon alles, was ich sagen wollte. Diesmal wollen wir es ein bisschen kürzer halten.